Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Tutorial und wie ihr aus dem Titel schon sicherlich entnehmen könnt, es geht heute um die automatische Solarpanelproduktion, einfach nur aus UU-Matter und das hat folgende Gründe, ich wollte das Tutorial zum einen natürlich auf meinem Kanal haben, um es einmal zu erklären und zum zweiten hat PogChamp Media einfach sich die Frage gestellt, ob es möglich ist, komplett aus UU-Matter Solarpanels herzustellen und ich kann sagen, es ist möglich. Und zwar sind hier hinten einfach mal ein Aufbau, das sind 40 HV-Solarpanels, es ist ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach nur wegen der Schnelligkeit, damit ich das zeigen kann. Hier ein Mass-Fabricator, der einfach nur UU-Matter herstellt. Und zur Aufteilung und so, da werde ich jetzt was sagen. Und zwar gibt es die Map auch zum Download, da könnt ihr euch die genaue Aufteilung ansehen. Es ist ein bisschen schwierig von der Aufteilung her, weil man muss ein bisschen abwägen, welche Rohstoffe wie gebraucht werden. Das wird ja nicht alles gleich benötigt. Wie zum Beispiel, wir können mal hier hinten anfangen. Hier hinten ist zum Beispiel Redstone. Redstone wird man nicht so oft brauchen wie zum Beispiel... ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wie zum Beispiel Sticky Resin, weil aus 21 Sticky Resin kommt ja mal 3, sind 63... Ja, 63 Rubber raus und das braucht man halt nicht so viel. Deswegen ist das hier, hier hinten sind so die Materialien, die sehr viel produziert werden. Die habe ich alle ein wenig rausgenommen so, die weil man die halt nicht so oft braucht. Hier ist Sticky Resin. Hier geht halt ein Teil UU-Matter hin. Es splittet sich hier zweimal auf, hier nochmal auf, weil wir hier nicht so viel brauchen. Geht dann hier zum Beispiel zum Copper und zum Tin. Und hier Gold. Und das ist eigentlich auch schon, was wir alles brauchen. Gold, Tin, Copper, Sticky Resin, Glas, Coal und Redstone. Und wenn wir das alles haben, was man alles aus UU-Matter herstellen kann, dann gehen wir hier hin, beziehungsweise gehen wir hier weiter. Die Items werden hier alle raustransportiert. Die Kiste da hinten ist übrigens, wenn man irgendwas noch zusätzlich ins System, wenn man jetzt zum Beispiel einen Stack Rubber oder so hat, dass man den einfach ins System mit einfüllen kann. Den kann man hier rein tun und dann wird er auch mit reingepumpt. Die Items werden grundsätzlich, fahren alle grundsätzlich erstmal hier lang, die Rohstoffe. Dann fahren sie hier rein. Hier ist schon mal ein Verteiler. Das heißt zum Beispiel Glas, Redstone und sowas nicht nochmal verarbeitet werden muss, geschmolzen oder hast du nicht gesehen. Kommt direkt hier rein und geht die hier direkt in den Kreislauf. Das ist der Kreislauf, hier da rotieren auch die Items drin, welche zum Beispiel nicht gebraucht werden oder später gebraucht werden, rotieren halt immer in diesem Kreislauf. Zu den Lags, es laggt weniger als erwartet, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Und ich hatte schon sehr viele Items drin, weil ich habe es ja schon einmal ausprobiert. So, also das heißt, die Items gehen hier schon mal konkret durch. Sieht man ja auch hier, auf Rot ist nichts, also alles, was nicht hier reingelegt ist, kommt auf Rot einfach raus. Dann geht hier auf Weiß Kohle raus. Kohle muss ja zu Coal Dust verarbeitet werden, wegen der Solarpanels. Das geht hier in einen Rotary Macerator, geht direkt die Kohle rein. Dann geht es nochmal ein Stück weiter, alle anderen Materialien hier, Tin, Copper, Sticky Resin und Gold gehen hier weiter. Hier wird das Gold aussortiert. Geht ebenfalls hier in einen Rotary Macerator. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich das nicht alles in einen gemacht habe. Ich wollte es nicht in einen machen, weil wenn zum Beispiel auf einmal Coal und auf einmal Gold beides gleichzeitig kommt, ist es zum Beispiel möglich, dass dann hier das Gold rausploppt und das wäre ja ein Verlust. Das wollen wir ja nicht haben. So, dann gehen die Items, die hier verarbeitet wurden, wieder zurück in den Kreislauf. Sowie auch alle anderen, die hier durchgehen. Die drei... Und alles, was verarbeitet wurde, geht hier hoch und geht hier weiter. Hier wird auf schwarz, also nach unten, das Sticky Resin ausgefiltert und wird im Centrifuge Extractor zu Rubber gemacht. Alle anderen Items gehen wieder weiter. Dann geht hier auf schwarz, gehen hier Gold, Tin und Copper das raus, gehen in den Induction Furnace. Starbore braucht nur einen, weil der auch zwei Slots oben hat. So, dann geht Coal Dust, nur Coal Dust geht hier dann trotzdem weiter. Und hier vorne geht es dann halt wieder ins System rein. Und hier kommen dann alle Items, die verarbeitet wurden, an und gehen ebenfalls in den Kreislauf über. So, Gold wird direkt hier unten rausgefiltert. Gold geht direkt hier auf schwarz nach unten. Wichtig ist, weil ich hier noch eine Eisenpipe hatte, weil ich hatte keinen Platz mehr, dass an diese Crafting Box, wo der Minium Stone drin liegt und das Gold reinkommt, wird ja hier dann zu Eisen verarbeitet, dass nebenan eine Kiste steht, wo Minium Stones drin liegen. Weil... Diese Kiste zieht sich die Minium Stones hier raus. Das ist irgendwie... Anders funktioniert das auch nicht. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber gut. So.
Dann wird das hier wieder rausgefiltert, geht hier wieder zurück, geht hier wieder in den Kreislauf und hier ist es ja dann schon Eisen. Dann haben wir hier, ein Teil des Eisens wird hier schon rausgefiltert, wird hier zu Iron Furnace. Dann gehen alle anderen Items gehen immer weiter. Hier ins Induction Furnace, hier wird auch nochmal Eisen rausgefiltert und zu Refined Iron gemacht. Alle Items, die hier hinten wieder verarbeitet wurden, kommen hier hinten wieder raus, gehen hier wieder ins System rein. Dann werden hier die Electronic Circuits hergestellt aus Refined Iron, Redstone und Copper Cables. Kommt ja alles hier schon an. Hier werden die RE-Batteries aus dem Tin und dem Redstone und Copper Cables auch nochmal hergestellt. Hinten brauchen wir auch nochmal Refined Iron, die RE-Batteries und die Iron Furnace. Die kommen alle hier rein, werden zu Generatoren gemacht. Wird hier wieder alles rausgeleitet, hier wieder alles rausgeleitet und immer wieder ins System eingespeist. Und am Ende des Kreislaufs steht die Solarpanne, die eigentliche Solarpanne-Produktion. Ich kann gerade mal einen Tag machen. Und hier wird dann alles zusammengefügt und in diese Kiste geleitet. Und ich würde mal sagen, wir schmeißen die Maschine auch mal an. Und ich logge mich mal, so ist es auf dem Server, mit Word Engine, seht ihr da. Und ich logge mich mal so eine Stunde aus, beziehungsweise bleibe eine Stunde daneben stehen, das ist ja auch egal. Und wir schauen mal, wie viel Solarpanels wir nach einer Stunde mit dieser UU-Meter-Produktion hier produziert haben. Und da sind wir wieder. Jetzt ist ungefähr eine Stunde vergangen. Eine Stunde, 10 Minuten so. Und ja, wir können uns doch mal anschauen. Hier seht ihr immer noch die Items so ein bisschen. Es sind gar nicht mal so viele, die rotieren. Also es ist gar nicht mal so ein großer Überschuss. Beziehungsweise ein Überschuss ist ja gar nicht. Es wird ja früher oder später verwendet. So, hier haben wir auch ein bisschen UU-Meter überall drin. Das läuft auch. Muss hier hinten nochmal eine kleine Anpassung vornehmen wegen der UU-Meter-Verteilung. Muss ich hier hinten nochmal so einen Strang ziehen. Weil Iron doch ein bisschen mehr gebraucht wird, habe ich dann so gesehen. Aber naja, wir können jetzt hier mal gucken, hier kommt ein neues Rubber gerade rein. Sieht man dann, wenn da vorne die Items ein bisschen langsamer sind, sind sie neu drin. Und wir haben 2 Stacks und 9 Solarpanel. Und hier ploppt immer mal ein bisschen was raus, das ist aber normal, weil irgendwie konnte ich die Batterien nicht normal einfüllen. Und deswegen muss ich sie von unten einfüllen, das heißt, wenn die Batterien voll sind, ploppen sie raus, da lasse ich mir aber auch noch was einfallen. Ja. So werden in ungefähr einer Stunde 2 Stacks Solarpanel produziert. Und das ist schon, ich würde mal sagen, es ist eine gute Quote. Es sind 2 MV Solarpanels schon. Und so hätte man innerhalb von 4 Stunden in etwa, hätte man ein HV Solarpanel mit dieser Anlage. Natürlich hat man jetzt nicht 20 HV Solarpanels schon als Startguthaben sozusagen. Aber man hat ja vielleicht auch einen UU-Meter Vorrat. Kann ja sein, habt ihr irgendwo mal eingelagert, wisst ihr nicht, wo ihr was mit anfangen sollt. Könnt ihr so machen. Wenn ihr jetzt natürlich ein Crafting-System habt, wie hier diese Logistik-Pipes, wenn ihr ein Logistik-System habt oder ein ME-System, müsst ihr doch hier eigentlich geben, ist doch Ticket Light, genau hier. Dann kann man das natürlich auch einspeichern und so craften lassen. Das ist natürlich viel angenehmer, als das jetzt so rotieren zu lassen. Das wäre jetzt einfach nur, wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht irgendwie ein Crafting-System oder beziehungsweise ein Item-System irgendwie schon bei euch parat habt. Könnt ihr das natürlich auch so machen. Und das dann so craften lassen. Ja, das wäre es eigentlich mit diesem Tutorial gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch unbedingt in die anderen Tutorials rein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Tschüss.